Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorradzubehörs, hier ist wieder euer Daniel von Hepco und Becker und in diesem Video zeige ich unser hochwertiges Zubehör für Hondas CB500 Hornet 2024, also seid gespannt und bleibt dran. Ja, die Honda Hornets, die kennt man ja auch aus den 90ern und 2000ern, sehr, sehr beliebte Fahrzeuge. Und Honda hat auch letztes Jahr schon mit der 57er Hornet ein wirklich tolles Fahrzeug auf den Markt gebracht, was sehr, sehr gut verkauft wird. Und Honda hat gesagt, bleiben wir bei den Hornets, wir machen ein paar neue und unter anderem auch eine 500er Modell. Dieser Zweizylinder hier haben wir hier bei uns in der Werkstatt gehabt und haben in der Entwicklungsschmiede unser Zubehör angepasst an dieses Fahrzeug. Hepco Becker, bekannt für Gepäck und für Schutz. Hier haben wir mal so eine kleine Auswahl montiert, haben natürlich noch viel mehr Sachen für das Fahrzeug, aber wir fangen mal an mit dem Schutz und dann sehen wir hier auch schon unseren Motorschutzbügel in Anthrazitpulver beschichtet, also passend auch zur Rahmenfarbe der CB500 Hornet. Schützt eben das Fahrzeug im Falle eines Umfalles und ist auch von der Montage ganz einfach, das heißt, wir haben drei Anschraubpunkte, zwei am Fahrzeug selbst und eine nochmal zum Verbinden links und rechts. Und somit haben wir, wie gesagt, eine super stabile Geschichte und Kupplungsdeckel und so weiter bleiben geschützt. Das zum Thema Schutz. Wir haben für diejenigen, die da noch Fahrschulen oder sowas betreiben, also für die Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen da draußen, aufgepasst. Denn dieses Fahrzeug wird natürlich auch ein tolles Fahrschulmotorrad sein. Da bieten wir noch mehr Schutz an. Denn bei Neulingen, bei Fahranfängern kann es immer passieren, dass man das Fahrzeug abwirbt und mal zur Seite fallen lässt. Und dann wissen wir alle, dass so ein Kupplungshebel oder so ein Bremshebel oder so ein Spiegel, der Lenker, das kostet alles ein bisschen Geld. Da investiert man lieber in den Hepco Becker Frontschutzbügel. Denn der, jetzt aktuell noch nicht montiert, wird noch weiterentwickelt, schützt eben den vorderen Bereich, Lampenmaske, Hebel, Spiegel, Lenker im Falle eines Umfallers. Dieser wiederum in Kombination mit dem Motorschutzbügel und dann noch einem Heckschutzbügel, den wir auch anbieten, damit hat man dann wirklich für die Fahrschule, für das Fahrschulmotorrad, den komplett Rundumschutz generiert und ist dann nicht mehr so wütend, wenn das Fahrzeug dann vom Fahrschüler mal umgeschmissen wird. Tipp also für die Fahrschulen, schaut es euch an. Ja, Thema Schutz, Haken dran. Jetzt haben wir das Thema Gepäck. Fangen wir hier vorne an. Da haben wir natürlich einmal unseren Tankring Basic konzipiert für dieses Fahrzeug. Von der Montage auch hier super einfach, drei Schrauben werden entfernt, die originalen, wir liefern drei längere Schrauben, dann kommt unser Basic Tankring einmal hier drauf. Wir haben hier die Kunststoffhaltenocken und wir haben den Gegenhalter hier jetzt einmal an unserem Epic 3 Tankrucksack montiert und da müssen halt eben diese Haltenocken rein. Wenn das passiert, hört ihr ein lautes Klicken, mechanisch wird das Ganze verriegelt und es kann losgehen. Wenn man dann tanken möchte, einmal kurz am Riemen hier vorne gezogen und man kann den Tankrucksack wieder abnehmen. Es gibt natürlich auch Diebstahlsicherungen, dass man eben das hier nicht auslösen kann. Gibt es als Zubehör für all unsere Tankrucksäcke. Tankrucksack. Jetzt haben wir hier schon mal kleine Sachen verstaut. Möchte natürlich noch mehr Sachen mitnehmen und da bietet sich bei so einem kleinen Naked Bike natürlich wunderbar unser SIBO-System an. Dezent in der Optik, trotzdem eine stabile Geschichte, sodass wir einmal alle unsere Softtaschen, aber auch zwei Hardcases anbieten können, die eben mit dem SIBO am Fahrzeug befestigt werden. Da haben wir also hier immer den Gegenhalter, wir haben das SIBO-Schwert hier einmal dran, dann wird die Tasche aufgeschoben und mit dem Bajonettverschluss hier oben einmal abgeschlossen und damit ist die Sache auch sicher verstaut. Hier haben wir jetzt einmal unsere Royster Speed-Taschen, die passen sehr gut zu dem Fahrzeug. Gibt auch noch eine Royster Neo, die ein bisschen mehr Volumen bietet und wie gesagt auch noch Hartschalenkoffer wie den Orbit oder unseren X-Core-Koffer. Sieht auch klasse aus an dem Fahrzeug. So viel zum seitlichen Gepäck. Kommen wir zu den Heckgepäcklösungen, denn da haben wir ein bisschen mehr Auswahl. Hier jetzt einmal montiert unser Mini-Rack, also eine Aluplatte, die auch kunststoffbeschichtet ist, die eben mit den Adapterrohren passend auf das Fahrzeug geliefert wird. Hier kann man jetzt schon Taschen universell verzurren oder wir haben hier auch ein Lochbild. Da gibt es für unsere Hecktaschen, wie die Royster Sport-Hecktasche zum Beispiel, gibt es dann den Gegenhalter auch und auch wieder den Basic-Verschluss oder sogar den Locket-Verschluss, also das magnetisch-mechanische System, einmal hier als Schnellsystemlösung für aufs Mini-Rack. Da hat man es einmal also eingeklickst und kann es auch, so wie den Tankrucksack, in Sekundenschnelle wieder abnehmen.
schöne Sache. Auch die Rolls, da gibt es nochmal in Größe, also für diejenigen, die keinen Topcase fahren möchten, da gibt es auch nochmal eine größere Variante, wo auch ein Helm reingeht. Unsere Rolls, der Rearbag. Einmal in Grau und auch mit gelbem Reißverschluss verfügbar. Das zum Thema Softtaschenlösung hinten, Mini-Rack. Für diejenigen, die sagen, nee, ich brauche was Abschließbares für meinen Alltag, was Praktisches, da bieten wir natürlich auch einmal unser Alu-Rack. Also anstelle des Mini-Racks würde jetzt das Alu-Rack hier verschraubt werden oder alternativ das Easy-Rack. Beide machen prinzipiell das Gleiche, denn beide brauchen wir, um unsere Top-Cases zu befestigen. Der Unterschied ist nur bei dem Easy-Rack, das baut ein bisschen schmäler und dieser Bügel hier ist optional einklappbar, falls man ohne Topcase fahren möchte. Beim Alu-Rack verbleibt das Ganze so. Hier kriegt man also alle unsere Topcases, sei es aus Kunststoff oder aus Aluminium, natürlich fixiert am Fahrzeug. Für diejenigen, die sagen, ich möchte hinter dem Fahrzeug eigentlich gar nichts mehr haben, ich möchte es hier ganz schön clean und sauber haben, da bieten wir natürlich bei solchen Fahrzeugen wie der CB500 Hornet, die mit getrennter Sitzbank geliefert wird, unser Sportrack an. Sportrack kennt ihr vielleicht von anderen Fahrzeugen auch schon. Was macht das Sportrack? Das Sportrack verwandelt das Fahrzeug in Sekundenschnelle zu einem tourenfähigen Fahrzeug. Also von einem Naked Bike oder von einem Sportbike dann eben zu einem tourenfähigen Bike. Und das macht man ganz so. Prämisse ist natürlich, dass ihr alleine fahrt, denn dieser so zu sitzen würde jetzt hier einmal entfallen. Der käme also weg. Dann seht ihr, wird einmal hier eingehakt und dann hier mit dem Schlüssel wird das Schloss einmal geöffnet. Und wenn wir uns das Sportrack, das passend ist, anschauen, haben wir genau dieselben Adapter quasi kreiert. Hier einmal mit der Schlossplatte, einmal die Lasche zum Einhaken und dann einmal hier zum Abschließen. Wird also hier einmal eingeklickst und auch hier kann man wieder universelle Taschen fixieren. Oder auch hier haben wir das Lochbild schon vorgebohrt, sodass man da den Locket oder Basic Hack Taschenverschluss ganz einfach montieren kann. Und dann eben in Kombination mit zum Beispiel der Royster Sport das Ganze hier hinten anbringen können. Und dann hat man hier wirklich schön Gepäck generiert und kann auch mit der CB500 Hornet auf Touren gehen. Wenn man auf Touren geht und irgendwo ankommt und das Fahrzeug abstellen möchte und oder das Fahrzeug beladen oder abladen möchte, dann bietet es sich an, einen Hauptständer zu haben, denn so ein Hauptständer bietet einfach den bestmöglichen Stand für das Fahrzeug und auch zum Beladen und so weiter. Den haben wir natürlich auch gemacht und wird jetzt noch freigegeben. Also dieser Hauptständer ist auf jeden Fall in unserem Portfolio für die CB500F. Für die, die sagen, nee, ich brauche keinen Hauptständer, aber trotzdem hätte ich gerne einen stabileren Stand. Da bieten wir auch für den Seitenständer noch eine Seitenständerverbreiterung an, die jetzt hier aktuell nicht verbaut ist, aber ihr könnt sie gerne euch anschauen bei uns auf der Webseite in der Fahrzeugdatenbank. Ja, jede Menge Zubehör für die CB500F. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt, hallo liebe Freunde des gepflegten Motorradzubehörs. Und bis dahin wünsche ich euch allzeit gute Fahrt. Bis dahin, euer Daniel. Ciao. Can't stop this feeling inside me. I want to break up with you.